Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Future Perfect Channel. In der heutigen Folge von FP Drink werfen wir mal wieder endlich einen Blick auf ein richtiges Premium-Pilz, so wie es im Buche steht. Nach den ganzen Billigbieren, Bieren im niedrigen Preissegment, endlich mal wieder. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber ich bin froh darüber. Jetzt haben wir mal ein richtiges Bier, das auch jeder kennen sollte. Und zwar das bekannte Krombacher, mit Felsquellwasser gebraut, eine Perle der Natur, wenn wir der Werbung Glauben schenken. Krombacher Privatbrauerei, eines der besten Biere nach Pilsener Brauart. Ja, wenn die so sagen, dann nehme ich die mal im Wort hoffentlich. Es hat einen Standardalkoholanteil von 4,8% und ist ein Spitzenpilz der Krombacher Brauerei. Wo liegt die? Die liegt im Kreuztal. Interessant, Ökotest sehr gut. Und dazu muss ich gleich sagen, bevor ich es einschenke, erstmal schon mal den Diebels-Alz-Flaschenöffner. Ich weiß gar nicht, was der hier in Köln macht, aber egal. Bevor wir es einschränken, will ich noch mal zu sagen, dass Krombacher von Anfang an wahrscheinlich eher für Leute gedacht ist, welche ein herberes, nicht ein sehr herberes, aber eher ein herberes Pilz bevorzugen. Es ist, zusammen mit König Pilsner, gehört es eher zu den herberen, nicht zu den herbsten Pilsen, aber zu den herberen Bieren Pilsner Brauart. Es wird nicht aktiv als herberes Bier vermarktet, so wie Jever oder Warsteiner Herb, aber es hat trotzdem einen etwas stärkeren Hopfen, das muss man direkt sagen. So, wir riechen erstmal aus der Flasche. Ja, das riecht man schon. Man riecht den richtig erstklassigen Pilzgeschmack. Ein Glück, eindeutig. Ja, der Hopfen ist auch sehr gut. In der Hinsicht, dass es herb riecht, aber nicht zu, ja. Das Problem ist, das habe ich auch bei Tipp, aber auch beim Bergalter gemerkt, dass es wirklich ein bisschen ins Muffige geht. Ein bisschen mehr oder weniger, kommt auch an auf die Biere. Aber hier, nicht so sehr wie der Becks, aber hier merkt man den Hopfen schon sehr stark raus. Bei Becks war er noch ein bisschen stärker, ein bisschen eigenartiger. Interessant. Das hat mir am Becks gut geschmeckt. Wir schenken ein. So. Na, ein bisschen zu viel Schaum mal wieder, aber ich will euch zeigen, dieser Schaum ist eigentlich, ich zeig's mal gut, kann man es hier so sehen. Kann man das so gut sehen? Ja. Er ist in Ordnung. Ja, doch. Also der Schaum ist eigentlich jetzt nicht von schlechten Eltern, aber auch jetzt nicht wirklich überragend. Mir fällt auf, das Bier ist sehr, sehr klar. Also man kann sehr gut durchschauen. Da gab es schon ein paar etwas trübere Pilzsorten. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Schönes Spiel von Hefebläschen, Blubberbläschen. Und ich würde sagen, dann gönnen wir uns mal den ersten Schluck. Prost. Ja, es riecht. Ja. Sehr herb. Mhm. Wer kein Herbstbier mag, der sollte von Krombacher, aber auch von König Pilsner und sowieso Jever Abstand nehmen. Aber mir schmeckt das eigentlich ganz gut. Weil ich trinke gerne mal ein herbes Bier. Nicht immer, aber ich trinke gerne mal ein herbes Bier. Und wenn man so ein herbes Bier bevorzugt, ja, schön schaumig, doch, geht schon gut auf. Wenn man so ein herbes Bier wirklich bevorzugt, dann ist Krombacher jetzt keine schlechte Wahl. Wobei man könnte natürlich auch einfach zu Jever oder zu Warsteiner Herb greifen. Da ist die Wahl noch besser. Aber Krombacher spricht ein bisschen mehr Leute an, als diejenigen, die einfach nur ein richtig herbes Bier bevorzugen. Allerdings spricht es eben nicht die Leute an, die ein wirklich süffiges Bier haben wollen. Es ist nicht so süffig, wie man es gerne haben wollte, wie zum Beispiel, was wäre zum Beispiel ein sehr süffiges Bier? Die Biermischgetränke allgemein, versteht ihr? Oder Weizen, klar, süffig. Mit viel Hefe, mit wenig Hopfen und naja, Weizen ist ja sehr hefebetont und vielleicht auch ein bisschen malzbetont, aber malzbetonte Biere sind natürlich so Schwarzbiere oder so Stouts, die kann man ja trinken. Aber wie gesagt, wer Pilz trinkt, sollte allgemein schon eine Vorliebe für einen guten Hopfengeschmack haben und der ist bei Krombacher nicht schlecht, der ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Nochmal einen Schluck. Ich lese mal kurz den Text vor, welcher ja eigentlich nur ein Spitzenpilz der Krombacher Brauerei. Es gibt ja verschiedene Biere von Krombacher, auch Krombacher Dunkel, Radler sowieso haben die alle. Für bloßen Genuss ab 16 Jahren, bla bla bla. Das ist jetzt hier die 0,3 Liter Flasche. Und ich glaube, jeder von uns, der mal hier und da mal ein Bierchen trinkt, der hat schon mal Krombacher probiert, oder? Als die Marke sollte man Krombacher, Duisburger und Veltins doch schon mal probiert haben. Das sind die meistverkauften Biere in Deutschland. Ja, okay, die sind alle hinter Oettinger, aber gut, das müssen wir nicht unbedingt probieren. Krombacher Pilz seit 1803 ist ein wirklich grundsolides Pilz, also ich glaube, da haben die meisten auch schon angefangen, für viele eines ihrer ersten probierten Biere. Und es ist zufriedenstellend. Es gibt durchaus Biere, welche besser sind, welche mir besser schmecken, aber Krombacher ist sozusagen irgendwie
der kleinste gemeinsame Nenner vieler Freunde, die sich auf ein Bier einigen müssen, sagen wir, was trinkst du gern? Ich trinke gern sehr, sehr halbes Bier. Der andere darauf, naja, eher so ein Süffigister, ist Kombacher die gesunde Mitte, wobei es natürlich eher wie ein Pilz üblich, eher so in die herbere Seite einfliegt, in die herbere Kerbe. So, ein Schluck noch und dann kommen wir zum Fazit dieses nicht zu verachtenden Pilsner gebrauten Bieres. Das war jetzt ein sehr unglücklich vermuteter Satz, aber gut. Ja. Klar, es riecht ganz angenehm. Es riecht, gegen den Geschmack kann man nichts haben, aber ja, so riecht, genau so riecht ein Pilz. Nicht anders. Ja. Kombacher ist, ich komme zum Fazit, Kombacher ist durchaus ein Pilz, was sich nicht zu verstecken braucht vor all den Bieren, welche vielleicht ein bisschen besser sein mögen, weil es gehört ja eh zu den meistverkauften Bieren Deutschlands. Oder solche hat es wahrscheinlich eine große Gruppe von teuergebenden Trinkern, von Freunden dieses Bieres. Ich gebe diesem Bier, weil ich trotzdem, ich bin mir der Meinung, es gibt Biere, welche beim Herbst gerade auch besser sind und welche vollmundiger sind, welche aromatischer sind, also welche süffiger sind. Gibt es bei dem Biere, die deutlich besser sind, aber trotzdem, Kombacher ist ein grundsolides Pilz, was für viele auch sozusagen gerne mal genommen wird auf Fäden, weil es einfach jedem einigermaßen schmecken sollte. Und deswegen nehme ich diesem Bier höchst respektable 7 von 10 Punkten. Es ist ein gutes Bier. Es gibt Biere, die deutlich besser sind in vielerlei Hinsicht. Aber trotzdem, Kombacher ist sozusagen für viele der Standard, an dem sich die meisten Pilsner zu messen haben. Ist es besser oder schlechter als Kombacher? Das ist die Devise. Und in diesem Sinne, Prost! Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder auf dem YouTube-Channel. Bis dahin, auf Wiedersehen.